Hallöchen und willkommen zurück bei StarCraft 2 Wings of Liberty. Und wir sind hier gerade fett am Bauen. Ah, und es gibt neue Einheiten, wie ich sehe. Okay. Zu Warp-Knoten transformieren. Ah, ein Warp-Tor. Ah, okay. Ich glaube, das ist neu. Das machen wir doch gerade mal, würde ich sagen. Und dann bauen wir mal ein neues Hauptgebäude hier hin. Alter, was war denn das für einer? Der hat irgendwie ein bisschen was verpasst, oder? Die Zerg versuchen, unsere Basis zu überrennen. Ja, sollen sie doch. Geht ihr mal dahin und ihr bleibt da und Zeratul kommt hier runter. So, dann eben die. Ich will den Sonden nicht den Weg. Alter! Hier, mach mal gerade. Was kann der? Finde ich gut. Okay. Machen wir aus dem mal die 2 und ihr seid dann die 4. Kommen die klar? Zieht euch mal ein bisschen zurück, damit da die Türme noch ein bisschen was machen können. Genau. So, und jetzt könnt ihr angreifen. Nice. Ey, warum greifen die denn jetzt hier an? Sag mal, sind die doof? Wo ist. Ist er tot? Haben die den gekillt? Den einen Kämpfer. Ah, scheiße. Ach, leck mich doch. Euch gehört meine Ergebenheit. So, dann kommt ihr mal hier hoch und helft dem mal. Dem Faddy. Mann. Alles muss man alleine machen hier. So, dann können wir den Nexus jetzt aber auch ein bisschen besser platzieren. Sprecht ihr mich an? Was kommen die denn jetzt alles noch hier raus? Das ist doch scheiße. Auf, jetzt baue ich hier oben mal. Jetzt baue ich hier oben auch nochmal ein paar Abwehrtürme hin. Dass die vielleicht runterschießen können. So und so. Okay, hier bauen wir nochmal ein paar Drohnen. Und. Ah, wir können jetzt die Kolosse heran. Alter, wo sind die ganze Kohle hin? Boah, krass, hat der Nexus so viel gekostet? Krasse Scheiße. So, du bleibst mal hier. Du kannst. Ja, warte du mal. Scheiße, da haben die echt meine eine Einheit platt gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht schön irgendwie. Mein Headset-Kabel klemmt die ganze Zeit hier hinterm Schreibtisch fest. Ich muss das gerade mal lösen. So, Entschuldigung. Ich kann das nämlich überhaupt nicht leiden, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, mein Kabel, was ich am Kopf habe, da habe ich ständig irgendeinen Widerstand. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Wahrscheinlich schon. Das kann ich sowas noch nicht ausstehen. So, warte mal auf. Nee, warte mal. Du kannst gerade mal weiterbauen. Und zwar hier nochmal so ein Base Pink Eyes hier hin. So, du kannst hier mal die Einheiten hinschicken und kannst auch gleich mal 3 von denen machen. Hier können wir dann da hinschicken. Okay. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier fett. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nee. Gehen wir nicht auf den Sack. 1,5 Minuten noch, dann kommt der nächste Angriff. Und dann würde ich dieses Mal, glaube ich, auch gar nicht so lange warten, bis wir die nächsten Punkte hier angehen. Warte mal, was ist denn hier oben? Seratul muss überleben. Okay, das ist ja trivial. Bringen Sie Seratul zu Nervensträngen. Das war der erste, den wir hier schon haben. Obeliske mit Energie versorgen.
0 von 2. Da müssen wir halt nochmal gucken, wo die Obelisken sind. Da würde ich mal eben meine... Jetzt geht das schon wieder los. Alter. Wir könnten aber hier nochmal so ein Upgrade machen. Für Schilde. Und was können wir hier noch? Gar nichts. Gibt es hier noch irgendwelche... Gibt es hier noch irgendwelche Upgrade-Geschichten? Templer-Archiv. Das mal hier hin. Und dann... Die Zerg kommen. Ja, ja. Dann lass sie mal kommen. So, Track. Zack. Dann machen wir mal einen weg. Dass wir hier genau 3 haben dann erstmal. Zack. Wo? Wo bekämpfen meine Krieger denn die Gegner? Ich ziehe die mal gerade zurück, dass die Gegner erstmal in die Abwehrtürme reinlaufen. Was? Was ist los? Viel Rumgeschreie, aber sonst nichts. Warte mal, dann schicke ich den vielleicht nicht direkt an die Frontlinie. Ah, jetzt. Oh, das ist ja süß. Ja, Jungs, dann müsst ihr schon mit mehr kommen, also ehrlich. Oh, I. Die mag ich nicht. Wo denn? Da oben? Alter! Okay, ich brauche da unten noch Abwehrtürme, merke ich gerade. Aber gut, er hat es ja geschafft. So, die gehen wieder auf die 3 alle zusammen. Okay, dann machen wir hier unten mal einen Pylonen noch hin. Okay. So, nochmal ein paar Upgrades machen hier. Läuft hier noch was? Ja, da läuft noch was. Was machen unsere... Oh, was ist da oben? Oh, da oben, was? Okay. Ach, krass, hier haben sie noch, Terraner-Basen. Ach, das sind Obelisken-Bau, ne? Glaube ich, wo diese fetten Viecher rauskommen. Und hier haben sie meinen Beobachterblatt gemacht. Okay, aber zumindest schon mal gut zu wissen, was da ist. So, du kannst dann gerade mal, diesen hier machen. Und diesen hier. Diesen hier. Ja, komm, machen wir hier nochmal einen hin. Und hier unten überlege ich gerade. Ja, das mache ich auch. Ich ziehe jetzt mal hier ein paar von denen noch ab. Die sollen mal hier weiter sammeln. Okay. So, dann hier. Zirkel des Zwielichts. Ah, jetzt können wir hier die zu Warp-Tor transformieren. Das heißt, danach können wir... Dunkler Schrein, Templer-Archiv. Noch was? V? Templer-Archiv, Dunkler Schrein. Für den dunklen Templer, hoher Templer. Dann machen wir das hier mal, komm. Oh, das sieht ja fein aus. Oh, das erinnert mich an irgendein Gebäude aus einem anderen Spiel tatsächlich. Okay, dann geh du mal weiter sammeln. Ich suche den Pfad der Erlösung. So, ich glaube, den nächsten Angriff warte ich noch ab und danach gehen wir mal in den Angriff über. So, was haben wir hier noch? Da mal, kommen wir mal alle Upgrades mal mit. Was soll der Geiz? Warte mal, 3. Was? Wo denn? Oh, da oben. Was mal? Hallo? Komm du mal zurück. Ein Schatten legt sich über unsere Basis. Die Zerg werden bald angreifen. Die sollen mal ihren Schatten anschleppen. Also, okay, da kam kein neuer dazu. Ich weiß gerade nicht sicher, ob da schon wieder ein neuer produziert wurde.
Okay, hier oben die Abwehrtürme sollten das eigentlich hinkriegen. Ja, das kriegen die schon hin. Das kriegen die schon hin. Obelisken mit Energie versorgen. Also ich würde jetzt erstmal hier in die mich rechts rumhalten, nachdem der Angriff. Wo sind wir denn? Ah, da oben kommen sie. Okay, okay. Das kriegen die aber hin. Ja, das kriegen die hin. Das sieht auch gut aus. Alles easy. War es das schon? War es das schon? Das war es scheinbar schon. So, dann würde ich mal eben zum Angriff übergehen. Ah, warte mal, hier ist das Gebäude gebaut worden, natürlich. Dann kann ich mal eben ein paar... Oh, 4, 5 und dann nachher nochmal einen 6. Das war 3 von den Arschens haben. So, ihr könnt mal hier ein bisschen einsammeln gehen. Danke. Sehr fein. Schwer. Gut, das stellt jetzt kein echtes Problem dar. Ah, das ist hier dann wieder so ein Gebäude, das wir mit Strom versorgen können. Nee, okay, ihr könnt wirklich hier mal die Front, das war gut. Gut, das ist wirklich jetzt easy. Können wir die Gebäude platt machen? Müssten wir eigentlich, ne? Nee, können wir nicht. Okay. Mein Begehr ist, dass ihr mal andere Sprüche lernt, meine Lieben. Okay. Sieht gut aus. Dann hole ich gerade mal eine Sonde ran. Warte mal, du kannst gerade nochmal abliefern. Zack. Und da mal eben sowas hinbauen. Du kannst das Ding da einsammeln. Den halte ich jetzt bewusst ein bisschen zurück, weil der soll ja auf jeden Fall überleben. Ich sehe da zwar jetzt momentan noch keine Gefahr in dieser Aufgabe, aber... Aber nachrücken sollte er schon ab und zu mal. So, den da. Gerade mal den Overlord platt machen. So. Sprecht ihr mich an? Ja. Du, ich hab dich angesprochen tatsächlich. Oh, ich mochte früher schon diese Sammler hier von den Zerg. Fand ich irgendwie ganz süß. So, jetzt kommt gleich der nächste Angriff. Ich würde dann vorher nochmal eben hier 3 von denen bauen. Und... Ach, hier könnten wir jetzt auch noch welche bauen. Warte mal auf. Mineralienfeld erschöpft. Ja, hier haben wir doch neue Mineralien. Komm. Sammel du mal ein. Versammeln sich in der Nähe unserer Basis. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich muss. Soll ich meine Einheiten jetzt zurückziehen? Das ist eigentlich Blödsinn, oder? Das ist doch eigentlich Blödsinn. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Auch das noch. Das Geile ist, finde ich, bei den Viechern, dass die hier diese... diese Dinger hochklettern können. Finde ich sehr cool. So, mal gucken, ob die das hier auch alleine hinkriegen, die Abwehrtürme. Okay. Das könnte kritisch werden. Warte, ich habe hier ja noch was. Oh. Den mache ich mal auf die 4 eben. Oh, diese Obelisken, die gehen mir so auf den Sack. Ja. Was ist euer Begehr?
Mann. Okay, dann war es das jetzt, aber muss ich jetzt nur mal gleich parallel ein bisschen... Was ist denn hier los? Achso. Muss ich nur gleich mal parallel die Abwehrtürme hier wieder aufbauen. Sind ja so gerade genug von den faulen Säcken hier, von den Sonden, die nichts zu tun haben, offensichtlich. Geld haben wir auch genug. Dann mache ich jetzt einfach mal hier eine Wall of Abwehrtürme. Was? Habe ich früher schon gerne gemacht, so als Ersatz für die Mauern, die man ja in, ich glaube, Command & Conquer war das, konnte man die noch bauen. Und das fand ich immer so schade, dass man das hier bei StarCraft nicht machen kann. Nun habe ich mir einfach hier Mauern aus Abwehrtürmen gebaut. Okay, da muss nochmal hier so ein Ding hin. So, gleichzeitig aber nicht vergessen, hier weiterzugehen und immer schön alles absuchen. Oh Gott, mach den Platz bitte. Ah, okay, gut. Das war jetzt nicht wirklich ein Problem. Warte mal, eben er hier. Achso, warte mal, die beiden hier, die können sich doch gerade mal, weißt du? Könnt ihr zwei euch nicht? Ach, das. Ah, warte mal. Okay, das ist Serratul. bitte einmal den hier. Den hier darüber, weil dann kann ich hier noch. Ah, warte mal. Ach, das ist doch Blödsinn, was ich gerade mache hier. Du bleibst mal schön hier. Ja. Sind wir doch alle irgendwie, oder? Lediglich ein. Einer. Okay. So, einmal dahin. Was machen unsere Mineralienfelder? Das sieht noch ganz gut aus. Momentan brauchen wir ja jetzt auch nicht so die fette Kohle, außer halt eben für die Abwehr. Da oben die Abwehr hat es ganz gut überstanden. So, eine kleine Lücke würde ich dabei jetzt nochmal lassen. Zack, so. Okay, die 4, die 3... So, und ihr könnt jetzt bitte euch alle mal hier... Hä? Achso, doch, da geht's doch. Siehst du? Okay. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Okay. Versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. Mach mal platt den da. Das schaffen die doch, oder? Ja, das schaffen die. Das schaffen die. Okay. Aber nicht übermütig werden, Jungs. Lieber nochmal zurückziehen. Oh, jetzt setzen wieder Einheiten ab, die Säcke, ey. Ja, gebt's ihnen den fetten Pennern. Sprecht ihr mich an? Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Wall of Abwehrtürme hier was reißt. Zweite Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Tod und Freude. Freude? Meine Bürde. So. Tod und Freude. Aber warum Freude? Wusste der Overmind etwas, was wir nicht wissen? Nicht wussten? An jedem Ort im Energiefeld eines Pylonen oder... Ah, okay, das ist schon mal gut. Das machen wir gerade mal. Dass wir, so wie ich das verstehe, jetzt Einheiten, die wir in diesem Warp-Dingsbums hier produzieren, quasi überall dorthin warpen können, wo hier so ein Ding steht. Warp-Knoten. Was? Funktioniert das jetzt? Ich komme aus den Schatten. Okay. Ah, okay, das geht aber nur... Okay, das muss wieder aufladen, verstehe. Aber trotzdem nicht schlecht. Okay, wir schicken die zwei Sonden mal dahin.
Trefft ihr den? Ihr trefft den. Yeah! Arschloch. Shosak Mok Nun. Ich suche den Pfad der Erlösung. Okay, ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Zum Glück. Yeah! Okay, nächstes Mal muss ich die Abwehrtürme mit dem Serratul vorher in dieses leeren Feld einschließen. Warum rennt ihr denn immer so weit vor, Jungs? Macht euch doch mal langsam. Macht doch mal langsam hier. So. Lass doch erstmal die großen Jungs vor, die vor allem mehr sind. So, macht immer den Overlord platt. Bitte, bitte. Ja, sehr schön. Dieser Blut regnet. Ja, nee, lieber nicht auf die Drohnen. Wer weiß, wo die Drohnen jetzt hinrasseln. Und dann, oh, sie bleiben hier. Okay, das ist ja nett. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Na gut, bis der das gemacht hat. Aber warte mal, hier, das kann er. Ach scheiße, jetzt ist das... leeren Gefängnis, hä? Egal. Aber jetzt kann er hier mal so den da machen. Die Zerg versuchen, unsere Basis zu überrennen. Das sollen sie mal versuchen. In 20 Sekunden. Ich frage mich immer noch, wo diese Obelisken sind. Der dritte Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Genugtuung über einen Plan, der vor langer Zeit in Gang gesetzt wurde. Und Grauen vor der Zukunft. Der ist sich auch nicht so ganz sicher irgendwie, ne? Aber das scheint ja jetzt Echos aus der Zukunft heißt die Mission. Aber sind das Emotionen, die sich auf die Zukunft beziehen? Ich dachte jetzt eher auf die Vergangenheit. Was? Oh, nee, oder? Ach du kleiner Fuhr, jetzt hör doch auf. Dir klatsche ich jetzt direkt mal so einen Abwehrturm hier vor die Nase. Einfach mal so kreuz und quer, was soll's? Hier müssen ja nur Mineralien gesammelt werden. So, ich mach mal eben wieder ein Folgenpäuschen und ich denke, dass wir in der nächsten Episode das Ganze abschließen werden, die dann am Montag kommt. Ja, ich bin mal gespannt, was das jetzt hier zu bedeuten hat, was wir da aus dem Overmind herauslesen. Wir werden es hoffentlich bald in Erfahrung bringen können und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dahin, man sieht sich. Tschüss!